Sowohl die Shokan als auch die Zentauren waren wütend, dass Baraka, Shao Kahns treuer Vollstrecker, ihren Meister getötet hatte, gerade als Erdenreich zum Greifen nahe war. Doch aus ihrer Wut wurde Bewunderung, als Shao Kahns leblose Leiche sich in den verräterischen Zauberer Shang Tsung verwandelte. Shang hatte versucht, das Reich für sich zu beanspruchen, indem er sich als Shao Kahn ausgab. Baraka ließ sich aber nicht täuschen. Er hatte Shang Tsungs Geruch erkannt und seine Kehle herausgerissen. Als das Erdenreich endlich unter Shao Kahns Kontrolle war, wurden Barakas treue und mutige Handlungen belohnt. Die Takatans ersetzten die Zentauren als Lieblingsrasse des Imperators. Zwar hatte er den Lin Kuei Treue geschworen, doch Cyrix verließ den Clan, um den Helden des Erdenreichs zu helfen, Shao Kahns Invasion abzuwehren. Für diese Fahnenflucht wollte der neue Großmeister, Sektor, seinen Tod. Cyrix war umzingelt, in Unterzahl und bereitete sich auf seinen Tod vor, als Raiden ihm zu Hilfe eilte. Bei sich hatte er 100 Shaolin-Mönche. Die Lin Kuei wurden besiegt, aber Sektor befand sich nicht unter den Toten. Cyrix wurde Zuflucht in der Wuxi-Akademie angeboten, wo er ein neues Leben als ehrenwerter Krieger des Friedens begann. Da Shao Kahn tot war, war Ermac ihm nicht mehr verpflichtet. Anarchie brach in Ermac aus, als die vielen Kriegerseelen, aus denen er bestand, um Vorherrschaft kämpften. Nur einer hatte die Willensstärke, Ruhe in das Chaos zu bringen. Als der Konflikt gelöst war, kehrte Ermac in die Außenwelt zurück, entschlossen, sich seiner Vergangenheit zu stellen. Königin Sindel und Prinzessin Kitana waren schockiert, als sie die Wahrheit erfuhren. Unter den vielen gefangenen Seelen in Ermac war ihr Mann und Vater, König Geralt. Auch wenn er nie mehr der Geralt sein würde, den sie einst kannten, sollte Ermac doch für immer seiner Königin und dem Volk von Edenia dienen. Freddy Krueger's bladed hands tore through Shao Kahn. The demonically enhanced weapons had been more than a match for the Emperor's dark magic. Though Freddy had saved Earthrealm, Nightwolf recognized him as an evil spirit, and in a shamanistic ritual, sent him back to the Dream Realm. But that decision proved ruinous. Freddy did not resist. He welcomed a return to immortality. From the Dream Realm, he will again create a nightmare in Earthrealm. Shao Kahn wurde besiegt, aber nach dem Kampf blieb Jade bewusstlos. Wie in einem Traum fand sie sich in einem unbekannten Reich umhergehen. Je mehr sie sich umsah, desto mehr veränderte sich ihre Umgebung.
Jade näherte sich einer einsamen, entfernten Gestalt, einer schimmernden Frau. Sie verriet ihren Namen nicht, sprach aber mit der Autorität einer Königin. Durch die Geister unzähliger Sterblicher hatte die Frau über Jahrhunderte hinweg die Ereignisse beobachtet. Sie sagte Jade, dass Shao Kahns Tod ein Ergebnis wäre, das neu erdacht werden müsse. Jade war hilflos, als die Frau ihren Körper in Besitz nahm und sich in die Welt der Wachen begab. Nach der Vereitelung der Invasion schienen viele von Jacks Verbündeten verschwunden zu sein, also musste er alleine für Ordnung sorgen. Er suchte die restlichen Streitkräfte von Shao Kahn mit einem neuen Cyberscanner, mit dem er auf globale Datenbanken zugreifen konnte. In dieser virtuellen Realität stellte Jax versehentlich mit seinem Implantat eine Verbindung zu Kanos Gehirn her. Ihre Geister verschmolzen. Jax kämpfte virtuell gegen Kano. Letztendlich konnte er Kanos Bewusstsein im Mainframe der Spezialeinheit einfangen. Ein gefährlicher Verbrecher war endlich kaltgestellt worden. Als sich die Reste von Shao Kahn aufgelöst hatten, fühlte sich Johnny seltsam, als habe er die Kontrolle über seinen Körper verloren. Plötzlich wurde eine mächtige Energie freigesetzt, die alles in seiner Umgebung zerstörte. Johnny suchte Hilfe bei Raiden und Nightwolf, aber auch sie konnten nichts gegen diese willkürlichen Krämpfe der Zerstörung ausrichten. Verzweifelt brachte Raiden Johnny nach Sedo, dem Reich der Ordnung, wo ihm beigebracht wurde, seine Kraft zu kontrollieren. Johnny Cage wird sich in einen Krieger mit unvorstellbaren Kräften verwandeln. La vittoria su Shao Kahn venne a caro prezzo per Cabal. Il suo respiratore fu gravemente danneggiato e lo avrebbe sicuramente portato alla morte. Disperato, individuò Kano e lo costrinse a rivelargli l'identità dell'ingegnere cibernetico che aveva creato il suo sguardo laser. Il buon dottore non era facile da trovare, ma fu ben felice di aiutare, dietro ricompensa. Adesso Cabal è nuovo di zecca, migliore di prima, più forte, più veloce. Dovrà essere in forma per poter ripagare i suoi debiti. Kano machte mit Waffenverkäufen an Shao Kahn ein Vermögen und upgradete damit seine Kybernetik. Die neue Verbindungsfähigkeit seines Augenimplantats ermöglichte ihm beispiellosen Zugriff auf globalen Datenverkehr. Er konnte durch die Datenbanken von Polizeibehörden, Banken und anderen Netzwerken navigieren. Doch seine Handlungen machten ihn angreifbar durch Hacker. Jax drang in Kanos Geist ein und fing sein Bewusstsein im Mainframe der Spezialeinheit ein. Es dauerte aber nicht lange, bis Kano sich befreien konnte. Sein Bewusstsein verbreitete sich wie ein Virus durch das Spezialeinheitsnetzwerk der automatischen Waffen. Aus Kano ist eine Ein-Mann-Armee geworden. Guided by Sento, his ancestral sword, Kenshi destroyed Shao Kahn and saved Earthrealm from Armageddon. But he had not yet exacted revenge on Shang Tsung. The elusive sorcerer had hidden himself somewhere in Outworld. Jax allowed Kenshi access to a newly developed portal that permitted travel among realms. In return, Kenshi agreed to serve the fledgling Outer World Investigation Agency. After countless missions, he finally located Shang Tsung. With a roar, Kenshi plunged Sinto through Shang Tsung's chest. The magical sword drew the souls of Kenshi's ancestors into itself,
leaving Shang Tsung a withered husk. His vendetta fulfilled, Kenshi left Shang Tsung to die, alone and powerless. Kitana hatte Shao Kahns Leben wegen seines Verrats beendet. Sie hatte die Wahrheit über Melena erfahren. Doch anstatt auch sie zu töten, fühlte sie Mitleid mit ihrer Halbschwester. Sie bot Melena eine Heimat in der Aristokratie Edenias an. Schließlich war sie königlichen Blutes. Melena nahm das Angebot ihrer Schwester zurückhaltend an. Mit Melena und Jade an ihrer Seite bildete Kitana eine Streitkraft, die den Reichen Gerechtigkeit bringen sollte. Nie wieder sollte ein Kriegsherr ein solches Grauen anrichten. Shao Kahn ist tot. Der Kriegsgott hat sich durchgesetzt. Der Zauber, der ihn beschworen hatte, begann sich umzukehren. Als Kratos langsam von diesem Ort und aus dieser Zeit verschwand, näherten sich ihm Raiden und Fujin. Obwohl er sie nie zu seinen Feinden gezählt hatte, wurde Kratos von diesen Göttern auch nicht geliebt. Er bereitete sich auf einen Kampf vor. Zu seiner Überraschung verbeugten sie sich vor ihm, ein Zeichen von Respekt, das er von Unsterblichen schon viele Zeitalter über nicht mehr gesehen hatte. Raiden erklärte, dass Kratos, obwohl seine Motive nicht rein waren, Erdenreich gerettet hat. Daher würden sie ihm eine Menge Dankbarkeit schulden. Als er zu seiner eigenen Welt zurückkehrte, nickte Kratos still. Ihr Sinneswandel würde sich vielleicht eines Tages als nützlich erweisen. Eine Dankesschuld wird oft teuer bezahlt. Kung Lao hatte den Tod seines Vorfahren gerächt und das Erdenreich vor Shao Kahns Brutalität gerettet. Als er mit Raiden am Grab des großen Kung Lao stand und an ihn dachte, berührte er den bescheidenen Grabstein. Bilder vergangener Geschehnisse, Momente des Lebens eines anderen durchfluteten seinen Geist, darunter ein verlorener Kampf gegen Goro. Raiden stellte die Theorie auf, dass Kung Lao die Erinnerungen seines Lebens freigegeben hatte. Der Kung Lao, der vor Raiden stand, war der große Kung Lao, der vor 500 Jahren von Goro besiegt worden war. Er hatte in der Gegenwart geschafft, was er in der Vergangenheit nicht vermocht hatte. Nach dem Sieg über Shao Kahn glaubte Liu Kang, dass nur er Erdenreich gegen Bedrohungen von außen beschützen könnte. Während der Invasion war Raiden mehr eine Last als ein Verbündeter gewesen. Schamlos forderte er von den Götterältesten, ihm den Status des Donnergotts zu verleihen. In einem aus einem Kampf bestehenden Mortal Kombat Turnier besiegte Liu Kang seinen früheren Freund und Mentor. Liu Kangs Bitte wurde stattgegeben. Er wurde zu einem Gott gemacht, dem neuen Beschützer des Erdenreiches. Melena tötete den Imperator in einem Anfall von Wut und Verwirrung. Aber sie wusste nicht, dass der Sieg von Shang Tsung geplant worden war. Er hatte Melena die Fähigkeit verliehen, Shao Kahn dunkle Magie zu entziehen, was ihn verletzbar machte. Jetzt war Shang Tsung bereit, die nächste Phase seines Plans auszuführen, Melena zu ermorden und Shao Kahns Kraft für sich selbst zu übernehmen. Aber Melena setzte ihre neue dunkle Kraft instinktiv gegen den Zauberer ein. Shang Tsungs Ende kam schnell.
Melina absorbierte seine Seele und vermehrte damit ihre Kraft. Dann wollte sie sich eine noch größere Belohnung holen, die Seele eines Donnergottes. Nightwolf musste seine ganze Kraft einsetzen, um Shao Kahn zu vernichten. Sein Geistführer, der Wolf, hatte ihm im Kampf geholfen, aber danach konnte er seine Anwesenheit nicht mehr spüren. Nightwolf kehrte in seine Heimat zurück und bat die Ältesten um Hilfe dabei, wieder mit der Geisterwelt in Verbindung zu treten. Während eines Rituals kehrte der Wolf zu ihm zurück, doch hatte er sich verändert. Shao Kahn hatte seine Seele an den Wolf gebunden, um dem Tod ein Schnippchen zu schlagen. Nightwolf war nun von der Bosheit Shao Kahns verdorben und verwandelte sich in seine Animality. Durch seinen Biss werden seine Opfer zu unterwürfigen Werwölfen. Durch Nightwolf wird Shao Kahn das Erdenreich erobern, einen Sterblichen nach dem anderen. Quan Chi hätte Noob Saibot nie wiederbeleben sollen. Auch hätte er seine Kräfte nicht erweitern sollen, um Shao Kahn zu besiegen. Der von ihm erschaffene Wiedergänger hatte sich aus seiner Kontrolle befreit. Noob hatte im Geheimen eine Absprache mit einem Kleriker des Reiches des Chaos getroffen und für ihn ein Portal zum Unterreich geöffnet. Shinnok, Quan Chi und die Bruderschaft des Schattens waren unvorbereitet, als die Streitkräfte des Chaos sie überwältigten und hinterließen die Unterwelt stark geschwächt. Zufrieden mit seiner Arbeit kehrte der Kleriker Havik zurück in das Reich des Chaos. Noob Saibot blieb dort, um die Kontrolle über das Unterreich zu übernehmen. Nachdem er endlich für Shao Kahns Untergang gesorgt hatte, kümmerte sich Quan Chi darum, die Ränge der Bruderschaft des Schattens wieder aufzufüllen. Viele Krieger sind bei der Invasion von Außenwelt ins Erdenreich dahingeschieden. Quan Chi stahl ihre Seelen und erneuerte sie, damit sie seinem Meister, dem gefallenen Götterältesten, dienten. Danach zahlte Shinnok Quan Chis Dienst zurück, indem er seine Exekution anordnete und damit auch einen möglichen Herausforderer seiner Herrschaft eliminierte. Quan Chi sah diesen Akt des Verrats jedoch voraus und erweckte Shao Kahn, den ultimativen Phantomkrieger. Mit Shao Kahn als seinem Vollstrecker schlug Quan Chi Shinnok und die Bruderschaft des Schattens nieder. Quan Chi vergibt keinen Verrat, nicht einmal den eines Gottes. Shao Kahn war tot, aber die Narben der Vereinigung der Reiche blieben. Die Reste der Invasionsstreitkräfte zogen ungehindert umher und mussten gestoppt werden. Aber das Erdenreich ist groß und Raiden ist nur ein Wesen. Er heuerte 4 Krieger an, einen für jede Himmelsrichtung. Und er teilte seine Seele auf und gab jedem von ihnen einen Teil davon. Mit diesen neuen Helden kann Raiden die Streitkräfte der Dunkelheit an 4 Orten gleichzeitig bekämpfen. Shao Kahn had used rain to crush the Edenian resistance, but had not granted him an army. For this betrayal, rain drowned the Emperor in his own blood. A grateful Raiden thanked Rain for eliminating the Emperor and saving Earthrealm. His heroics were befitting of a son of Argus. Rain's lost heritage was a revelation to him. That he was a direct descendant of an Edenian god proved his superiority. Power was his by right. His divinity confirmed, Rain's path was clear. He would use Shao Kahn's army to rule not just Outworld, but all the realms. To Raiden's surprise and horror, Rain's first target is Earthrealm.
Nachdem er Shao Kahn besiegt hatte, wurde Reptile von allen gefürchtet. Er zwang Shang Tsung dazu, seine Raptor-Rasse neu zu bilden. Der Vorgang dauerte qualvolle Monate, aber bald schon hörte Reptile das Knurren der neuen Brut in den Fleischgruben. Letztendlich hatte Shang Tsung eine Armee aus Raptor-Kriegern gezüchtet, die Reptile dienten. Sie stürmten das Reich und töteten alle Takatans, Shokan und Zentauren, die sich gegen Reptiles Herrschaft stellten. Seine Wiedervereinigung mit seinem Volk war so berauschend, dass Reptile das Leiden seiner ehemaligen Kameraden nicht sah. Reptile war wieder zu Hause. Shao Kahns Tod linderte Scorpions Schmerzen nicht. Der Verlust seiner Verwandten bedrückte ihn immer noch sehr. Aus Gründen, die er weder erklären noch verstehen konnte, fühlte er sich zur Heimat der Shirai Ryu hingezogen. Nachdenklich stand Scorpion in den Trümmern, als er von den Geistern seiner gefallenen Kameraden besucht wurde, die ihm verrieten, wer wirklich ihre brutalen Tode verursacht hatte. Wütend kehrte er zum Unterreich zurück. Als die Geister seiner Verwandten Quan Chi bewegungsunfähig machten, tötete Scorpion ihn und rächte sie. Sektor hatte sein Leben den Lin Kuei gewidmet. Seine Siege hatten seinem Vater, dem Großmeister, Ehre eingebracht. Er hatte sich würdig erwiesen. Es wurde Zeit, seinen Vater zu ersetzen. Mutig griff Sektor eine Kompanie Cyberwachen der Lin Kuei an und schlug sich zur Kammer des Großmeisters durch. Hier fand er seinen wartenden Vater. Der Großmeister warnte ihn, dass das Drachenmedaillon ihm zwar Macht einbringen, es aber auch etwas kosten würde. Sektor ignorierte die Warnung und tötete seinen Vater, dessen Seele in das Medaillon flüchtete. Er hatte endlich die Kontrolle über die Lin Kuei übernommen. Shang Tsung verschlang gierig Shao Kahns Seele und absorbierte seine gewaltige Kraft. Überwältigt von dieser neu gefundenen Zauberei flüchtete er in die Außenwelt. Augenblicke vor seinem Selbstmord wurde Shang Tsung von Bo Rai Cho besucht. Der Mentor der Krieger bot an, ihm beizubringen, die dunkle Magie zu kontrollieren. Aber zu einem bestimmten Zweck. Liu Kang war ein Gott geworden. Die Macht hatte ihn korrumpiert und in einen Tyrannen verwandelt. Er musste gestoppt werden. Nach strengem Training meisterte Shang Tsung die einzige Technik, mit der Liu Kang besiegt werden konnte. Endlich sollte er seine Rache haben. Shiva hatte die Zeichen erkannt. Ihr Volk war in Ungnade gefallen. Die Zentauren würden bald über Shao Kahns Streitkräfte herrschen und die Shokan waren dem Untergang geweiht. Shivas Trotzhandlung, ihr Mord an Shao Kahn, ermöglichte ihrem Volk eine neue Heimat im Erdenreich. Eine Welt ohne Takatans oder Zentauren. In Zusammenarbeit mit Regierungschefs der Welt konnte Shiva den Kontinent Australien für die Shokan sichern. Als Gegenleistung sollten sie das Erdenreich vor zukünftigen Invasionen beschützen. Für ihre Führungsqualitäten wurde Shiva verehrt. Sie wurde zur ehrenvollsten Shokan in deren stolzer Geschichte. Der Zauberspruch, mit dem Königin Sindel verzaubert worden war, war gebrochen. Sie kämpfte gegen Shao Kahn und tötete ihn.
seine Strafe für ihr Leiden und das von Millionen anderer in den Reichen. Sie löste die Zauberei, die Idenia mit der Außenwelt verband, und begann, ihrem Reich den früheren Ruhm wiederzugeben. Die vielen Rassen der Außenwelt waren beeindruckt. Sindel hatte nicht nur Shao Kahn besiegt, sie hatte sich auch in chaotischen Zeiten als gute Anführerin bewiesen. Gerne boten sie ihr ihre Gefolgschaft an. Unter Sindels Führung vereinigten sich die Reiche Idenia und Außenwelt im Geiste. Controlled by Quan Chi's sorcery, Scarlet attacked and destroyed Shao Kahn. As Quan Chi's magic subsided, she realized her unwitting role in his plot to bring ruin to Outworld. With Shao Kahn's blood splattered across her body, Scarlet absorbed his immense strength. She used this newfound power against Quan Chi. Brotherhood of Shadow Warriors raced to defend the sorcerer, but their blood only served to make Scarlet invincible. In a battle between sorcery and gore-fueled fighting power, she avenged her fallen master. Having served her purpose, Scarlet disappeared into the shadows, awaiting Shao Kahn's rebirth. Shao Kahns brutaler Tod erschütterte Smoke zutiefst und löschte seine frühesten Erinnerungen. Thomas Vrbada war nur ein Junge, als ihn ein obskurer Kult entführte und einem Dämonen opferte. Am lebendigen Leib verbrannt, kehrte er als Enenra in das Reich der Sterblichen zurück. Als ein Wesen aus Rauch und Dampf. Seine Kidnapper standen seiner formlosen Gestalt hilflos gegenüber, als er sie wütend alle tötete. Nachdem er Rache genommen hatte, wurde er wieder menschlich und erinnerte sich nicht an sein früheres Leben. Smoke kennt jetzt seine wahre Identität und weiß, dass er nicht einfach ein Attentäter ist. Seine Bestimmung wurde ihm offenbart. Der Verlust von Freunden und Verbündeten im Kampf gegen Shao Kahn hatte Sonya Blades Verstand schwer zugesetzt. Sie verließ die Spezialeinheit und zog sich zurück, um mit ihrer Trauer klarzukommen. Aber sie war nur kurz alleine, da sie regelmäßig von einer Erscheinung besucht wurde, die behauptete, ihr verschwundener Vater zu sein. Mit ihrem Vater als Führer begab sich Sonya auf eine Mission. Sie wollte die Reste von Shao Kahns Armee vernichten. Striker bestand darauf, nur seine Arbeit gemacht zu haben. Trotzdem wurde er zum Helden, als er die Erde vor der Invasion rettete. Er erhielt den Schlüssel zur Stadt und die Freiheitsmedaille des Kongresses. Presse und Paparazzi folgten ihm auf Schritt und Tritt. Seine Biografie hielt sich ein Jahr auf der Bestsellerliste. Striker-Actionfiguren verkauften sich wie verrückt. Jeder kleine Junge hatte eine. Aber als Hollywood die Rechte an seiner Geschichte haben wollte, machte Striker einen Strich. Er würde es nie erlauben, von Johnny Cage gespielt zu werden. Nach dem Sieg über Shao Kahn erfuhr Sub-Zero die Wahrheit von Raiden. Tatsächlich waren die Ling Wei für den Tod der Familien von Sub-Zero und Scorpion verantwortlich. Wütend bot Sub-Zero Scorpion die Chance, gemeinsam mit ihm Rache zu üben. Sie vereinten die Macht von Feuer und Eis. Wie ein Sturm aus Wut und Rache löschten sie ihre Feinde aus.
als der Gerechtigkeit Genüge getan worden war. Verschwanden Sub-Zero und Scorpion ins Reich der Legenden und kehren nur zurück, um die Unschuldigen zu rächen. Die Kräfte der Dunkelheit werden diese tödliche Allianz nie aufhalten können.